Herzlich willkommen, meine lieben Gorillas. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute in einem Obergorilla-Käfig bei dem legendären Heinz Hollisch. Wir sind heute hier. Wir sind heute da im Auftrag der Bundesregierung, dass wir den Strongman-Sport hier verbreiten. Das darf ja nicht sein. nein, Spaß, Leute. Wir sind heute geht das Video darum, um den Strongman-Sport zu erklären, weil ganz viele Leute gefragt haben, was ist das überhaupt? Ah ja, LKW ziehen. Nee, das ist nicht nur LKW ziehen, sondern der Strongman-Sport hat viele Facetten, viele Ecken, viele Kreise. Stell dich mal erstmal vor, Heinz, die Leute, die nicht Heinz kennen. Die sollen lieber wieder abschalten. Die sollen nein, nicht abschalten, Leute. Bleibt dran. Ja, ich bin der Heinz Hollisch. Ich habe 12 Jahre der stärkste Mann Deutschlands, organisiere jetzt die ganzen Wettkämpfe der GFSA. Und ja, muss die jungen Athleten ein bisschen fördern und in den Sport auch mit einführen, dass die wissen, wo es lang geht. Na, der Obergorilla also. Ne? Also das ist ein richtiger Obergorilla. Der weiß auf jeden Fall, er organisiert die Wettkämpfe, alle. Das macht alles er. Und die Martina natürlich. Ne? Die hat man nicht. Wo ist sie überhaupt? Die ist jetzt gerade irgendwie da, ne? Egal, wir sind jetzt gerade nicht da. Wir sind im Käfig. Er hat seine Damen unter Kontrolle. Ja, kommen wir mal zur ersten Frage, Heinz. Woher kommt der Strongman-Sport? Ich meine, los ging es ja in Amerika. Das war 1977 in den Universal Studios. Da kam es einfach mal drauf, weil es hat ja immer geheißen, der Schwergewichtsbox-Weltmeister ist der stärkste Mann der Welt. Dann die Gewichtheber haben gesagt, der Schwergewichtsweltmeister, stärkste Mann der Welt. Dann die Powerlifter, alle möglichen, die Diskuswerfer, die Kugelstoßer oder auch die Wrestler und Rugby-Spieler. Irgendwie, wenn es irgendwelche Riesen gab, waren es immer die stärksten. Und dann haben die von den Universal Studios gesagt, kommt mal, wir lassen alle, holen wir mal zusammen. Und gucken mal wirklich, wer das ist. Genau, und machen einfach Disziplinen, die sie nicht kennen. Darum auch, wie du gerade gesagt hast, mit LKW zu ziehen und so Geschichten, das bleibt ja bei den Leuten im Kopf hängen. Wie gesagt, da hat man dann alle möglichen Sportarten zusammengeholt an Athleten und hat da alles mögliche an Disziplinen gemacht. Ich meine, das gibt es ja noch auf YouTube, auch von 77, diesen Strongman. Die haben da alles mögliche an komischen Sachen gemacht, um einfach herauszufinden, wer der Stärkste ist. Und daraus entstand dann irgendwann ein Sport. Der Strongman entwickelte sich dann und dann in immer mehr Ländern wurde dann der Sport gemacht. Und ja, und jetzt sind wir hier bei uns und haben ein komplettes Ligasystem, wo der Sport einfach aufgebaut ist und wo er einfach auch, sagen wir mal, in der Gesellschaft angekommen ist. Weil früher konnte, wie ich angefangen habe, konnte ja keiner irgendwas mit Strongman anfangen. Ja, ja, ja. Wie bist du denn zum Strongman-Sport geworden? Ich meine, du bist ja nicht geboren und hast direkt einen LKW gezogen, ne? Ja, das hat auch lange gedauert. Ich meine, ich bin schon mit Kraftsport aufgewachsen, weil mein Vater hat immer Kraftsport gemacht. Ja. Meine, die bayerischen Sachen wie Steinheben und das Ganze drum. Ja, Stein. Das war nicht so die Kugeln, sondern das war mehr so ein Gestell, wo man dann 250 Kilo, 54 Kilo auf die Höhe, genau, wie hoch man es heben kann. Und solche Geschichten. Und somit bin ich halt aufgewachsen. Habe relativ früh das Trainieren angefangen. Hast du Strongman im Fernseher gesehen gehabt und hast gedacht, das mache ich jetzt auch erstmal? Eigentlich nicht, weil mich hat das so fasziniert. Ich hätte mir nie selber vorstellen können, dass ich da jemals dabei bin. Ja. Also so weit habe ich damals noch gar nicht gedacht, dass ich da wirklich mal starten würde. Weil den ersten World Strongest Man, den ich jemals im Fernsehen gesehen habe, war 1986. Und 1991 habe ich dann meinen ersten Strongman-Wettkampf mitgemacht und das auch nur, da wurde ich gezwungen. Gezwungen wurdest du? Ich wollte eigentlich nur zuschauen, habe da schon Steinheben gemacht, war damals auch schon deutscher Meister und dann habe ich der Veranstalter gesagt, du kannst doch hier nicht zuschauen, du musst mitmachen. Ich habe keinen Gürtel, ich habe nichts dabei, ich leihe dir meine Sachen, du musst mitmachen. Habe ich dann auch mitgemacht, einfach so, habe dann zwei Disziplinen auch gewonnen, also die Strongman-typischen, LKW ziehen und Auto umwerfen, das habe ich gleich gewonnen. Das andere war dann mehr Bankdrücken, Beinpressen, das war mehr dann so Bodybuilding-Sachen. Bankdrücken gab es mal früher. Ja, auf Wiederholungen, das war dann 100 Kilo auf Wiederholungen, die musst dann endlos drücken, das ist halt mehr so Ausdauer. Gibt es heutzutage gar nicht mehr, nicht, also wenig. Im Strongman-Wettkampf selber nicht. Selber wenig, ne? Und ja, und da ging es dann los. Aber wie gesagt, dass ich dann gleich schon damals dachte, das sind ja immer einfach so Schritte. Ich meine, das ist ja ganz wichtig auch überhaupt für Sportler, dass man nicht sagt, ja, ich fange jetzt an, trainiere jetzt seit 3 Monaten, ich werde World Strongest Man. Man muss einfach
kontinuierlich, kleine Prozess. Ziele, schon mittlere Ziele und große, aber man muss einfach Step by Step, das ist das Wichtigste. Ja. Da hast du eigentlich schon die zweite Frage selbst beantwortet, wie lange es den Strongman schon, also Strongman-Sport schon gibt. Ja, wie gesagt, seit 77 kann man sagen. Ich meine, gab es ja schon früher. Ich meine, es hat ja im 19. Jahrhundert, also 1880, hat es ja schon Highland den Zirkus so, und die Highland Games gibt es schon viel länger. Mhm. Also so Wikinger-Spiele, alles Mögliche, das gibt es ja schon hunderte von Jahren. Mhm. Aber den modernen Strongman-Sport, den kann man sagen, gibt es seit 77. Ja. In Deutschland ist der Sport jetzt eigentlich gerade im Kommen erst. Ne? Also ist echt super geil. Wie letztens schon in Bremen hatten wir Body and Culture, da hatten wir 60 Teilnehmer und da sieht man einfach, dass es jedes Jahr immer mehr wird, dass wir sogar jetzt sogar eine dritte Liga haben. Das ist echt heftig. Wo ist der Sport denn noch krasser gehypt? Ich sag England, glaube ich, in UK. Ist also vom Bekanntheitsgrad sicherlich in der ganzen UK, also England, Schottland, Irland, das Ganze, weil da wird haben halt von Anfang an den World Strongest Man im Fernsehen gezeigt. Ja. Also die BBC hat das jedes Jahr übertragen und immer zu Weihnachten, wo die ganze Familie zu Hause war. Das heißt, jeder hat da den Strongman-Sport gesehen. Mhm. Und ich meine, wenn man schaut, da beim Europe Strongest Man oder die ganzen Geschichten, die füllen ja da Hallen mit so, bis zu 15.000 Leuten. Ja. Das ist wirklich sensationell. Aber wir sind bei uns sehr, sehr zufrieden. Wir wurden ja dieses Jahr eigentlich überrannt, kann man sagen. Besonders zur FIBO Deutschland gehabt, das Ganze, wir kamen ja gar nicht mit den Anmeldungen nach. Ja. Und auch jetzt mit der dritten Liga, die es ab nächstes Jahr gibt, den Newcomer Cups. Das ist schon gigantisch, wie sich die Teilnehmerzahlen und das Interesse am Sport, wie sich das gesteigert hat. Ja, jetzt heutzutage ist es auch so, dass sogar Dubai jetzt große Wettkämpfe macht, wo wir uns jetzt erstmal noch nicht dafür qualifizieren. Kommt aber noch. So schaut's aus. Und jetzt auch in Amerika bei den Arnold Classics gibt es jetzt auch viele Strongman-Wettkämpfe, die auch mit sehr hohen Preisgeldern zuwinken, wo auch natürlich dann die Konkurrenz viel heftiger ist, wenn es ums Geld geht. Ja, aber da wo man immer nicht so weiß, was so gut ist für den Sport. Manchmal ist nicht so gut, manchmal ist für die Athleten ist sicher nicht schlecht, aber dann suchen sich auch manche Athleten nur noch die und die Wettkämpfe auf. Ja. Vor allem Wettkämpfe, die sie es mal früher mitgemacht haben, machen es dann gar nicht mehr mit. Ja. Also es ist immer so ein zweischneidiges. Ja, ich sag mal jetzt so, wenn wir jetzt schon beim Thema Geld sind, ne, das ist jetzt die Sache, kann man von diesem Sport relativ leben eigentlich? Ich würde mal sagen, das ist wie in jedem Sport, es gibt eine Spitze und ich kann davon leben und für den Rest ist mehr ein Hobby. Letztes Mal war ich der Interview da mit einem Tennisspieler, der hat auch gesagt, ich meine, diese Top-Ranked Tennisspieler, die können davon leben, aber dann die anderen, die krebsen genauso in irgendwelche Stadien rum, schlafen in Jugendherbergen, keine Ahnung, machen da ihre Turniere, das sieht man gar nicht. Da ist halt nur auf größerer Ebene. Aber ich würde mal sagen, die Top-Leute, ich meine, die wir jetzt so haben bei uns im Sport, egal ob Haftor, Eddie, Sidruna sowieso, weil der war ja 28 Jahre dabei, da gibt es genügend, die davon leben können. Aber es sind halt auch, wie in vielen anderen Sportarten, nur die Besten. Ja. Also die Weltspitze kann davon leben, das wäre ja mal ein super Traum, wenn man von seinem Hobbysport mal leben könnte, dass man sich 100% auf seinen Sport konzentrieren. Ja, kannst du jetzt sagen, dass du jetzt von diesem Sport leben kannst? Der Sport selber ist ja nur eine kurze Phase. Das kommt ja dann darauf an, was man ringsherum aufbaut. Ja. Also bei mir war es ja dann auch so, wo ich dann aktiv aufgehört habe mit Wettkämpfen. Also Wettkämpfe selber mitzumachen, ist natürlich schon der Gedanke, was macht man oder wie geht es weiter? Ich habe dann Jahre zuvor ja schon angefangen, Wettkämpfe zu organisieren. Ja. Und habe auch dann schon langsam die Liga aufgebaut. Du hast auch deine eigene Marke natürlich. Genau, das kam dann direkt danach, wo ich dann mit aktiven Wettkämpfen aufgehört habe, bin ich halt dann übergegangen auf FitGiant, also die Supplements für Athleten, also von Athleten für Athleten zu machen. Das war immer unser Slogan. Ja. Also wir machen es nicht für die Masse oder irgendwelche Billigheimer oder sonst was. Wir wollen Qualität und wir wollen damit auch den Athleten, dass die mit den Sachen arbeiten können. Ja. Also ganz dafür wichtig. Steht ihr. Besonders auch im Bodybuilding-Geschäft, ich meine, da ist ja sehr wichtig, besonders in der Diät, was nehmen die, wie viele Kalorien, was ist wo drin, wenn die irgendwas kaufen, wo man nicht weiß, was da wirklich reingemischt wird, schwierig. Ich meine, die Leute können ja auch zu dir kommen, dich anrufen und fragen, was kann ich nehmen, meinst du, oder? Kunden schon, ja, machen wir schon nach Beratung. Aber ich meine, es kommt immer auf die Masse drauf an, irgendwann ist die Zeit einfach begrenzt. Ich meine, du hast ja auf den Wettkämpfen ja auch die Zeit dazu. Ne? Genau. Wenn dich dann einer fragt, hey Heinz, ich brauche mehr Power, was kannst du denn nehmen? Dann hast du so ein Starterpaket oder so zum Beispiel, den du empfehlen kannst, nimm das und mach das dann. Ja, ich meine, logisch, es kommt ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema, da kommen wir ja dann später noch auf die Fragen drauf zu.
das ist auch bei jedem ein bisschen anders. Ja, ja. Ja, wie wir schon beim Thema sind, Strongman, das erste, was jemandem einfällt, Eurosport, LKW ziehen. Kommen wir mal zum Punktesystem. Wie wird so, also der Wettkampf, du kommst zu einem Wettkampf, wie wird der Sieger ermittelt? Ich meine, es gibt ja bei jedem Wettkampf unterschiedliche Anzahl von Disziplinen und dann gibt es nach jeder Disziplin eine Wertung. Das heißt, wir haben 20 Athleten, der erste Athlet bekommt einen Punkt, der 20. bekommt 20. Ja. Und wenn man jetzt vier Disziplinen hat, wäre natürlich das Top-Ergebnis 4 Punkte. Und dann, das heißt, man hat alle 4 Disziplinen gewonnen. Und die höchste Zahl, wenn man 4-mal letzter wird, sind es 80. Ja, also umso weniger Punkte man hat. Genau, das haben wir so entwickelt, weil normal war es ja früher so, dass der Sieger die meisten Punkte bekommt. Das heißt, der erste bekommt 20, da muss das dann wieder umrechnen. Und das war zwar nicht das Hauptproblem, nur ist so, wenn man einen Wettkampf hat mit einer Qualifikation und einem Finale, dann hat ja der bei den Qualifikationsdisziplinen praktisch siegt, ja viel besser. Das heißt, man hat jetzt einen Pool von 40 Athleten und man hat 3 Disziplinen als Qualifikation. Das heißt, die ersten Disziplinen gewinnst du, bekommst 40 Punkte, weil es sind ja 40 Athleten, ja. Der letzte bekommt einen. So geht es dann weiter, ja. Die ersten 3 Disziplinen bekommen ja viele Punkte. Jetzt ja. Gibt es einen Cut auf 20 ja. Und dann bekommst du für einen Sieg für eine Disziplin nur noch 20 Punkte, ja. Anstatt der 40, die es vorher gab, ja. Ja. Weil die anderen sind ja weg. Also du kannst ja nicht dann endlos irgendwie Punkte vergeben, ja. Aber hinten sind keine ja. Da. Darum haben wir das gemacht, der Erste bekommt immer einen Punkt. Ja. Darum ist egal von der Quali oder im Finale oder sonst wo, der Beste hat immer seinen einen Punkt, ja. Der Letzte hat die meisten, die es gibt. Ja. Also dann ist dann fair von Anfang bis zum Ende. Also, aber das hat sich natürlich auch über die Jahre Entwicklung, Erfahrungen, wie könnte man es am besten ja. Machen. Ja. Und so funktioniert unser Punktesystem. Ja. Das ist das Punktesystem bei einem Wettkampf. Dann haben wir noch das Ligasystem, dieses Ranking-System. Wo dann bei jedem Wettkampf gibt es Punkte, wo dann am Ende vom Jahr einfach die Liga entscheidet, wer ist zum Beispiel Deutschland-Cup-Champion, was du ja fast geworden wärst. Ja, das blutet immer noch ein bisschen. Ja. Da ist natürlich so, da bekommen die Top 20 von jedem Wettkampf bekommen Punkte. Immer der Sieger bekommt 20 und 19, 18, so geht es runter. Ja. Der 20. bekommt noch einen Punkt, alle Hinterplatzierten bekommen halt ein X als Teilnahme, aber keine Punkte. Ja. Und ja. So läuft ihr seht das schon, Leute, es ist auf jeden Fall kein Fußball. Du machst jetzt das Runde in den Eckigen und dann hast du einen Punkt. Es ist ein bisschen komplizierter. Und es sind natürlich immer unterschiedliche Disziplinen. Du hast es ja vorher schon angesprochen, es ist nicht nur LKW-Ziehen. Ja. Man sieht hier nur ein bisschen was. Es ist die Kugeln sind ja noch was, was die Leute am meisten müssen. Die heben doch diese schweren Kugeln. Ja, ja. Aber es ist ein Bierfassstemmen. Die Säcke müssen entweder geladen werden auf bestimmte Distanz oder auf Distanz getragen. Traktor der Wheelflip, genau, auf bestimmte Zeit geflippt. Das Yoke, wie man da hinten sieht, die Viking Press. Es gibt sehr, sehr viele Disziplinen. Also muss man nicht nur stark sein. Nein. Also es gibt viele Facetten, die ein Strongman eigentlich erfüllen müsste oder muss, um der Beste zu sein. Ja. Quasi schnell sein, Ausdauer, Kraft. Also es ist nicht nur Maximalkraft, sondern Schnellkraft, Kraft, Ausdauer. Kraft, Ausdauer, genau. Sehr, sehr wichtig. In den Sport vergessen viele. Mhm. Wenn sie dann eine oder zwei Disziplinen gemacht haben und dann da liegen und komplett sich nicht mehr bewegen kaputt können. Ja, auch die Grundlagenausdauer, dass man praktisch sich zwischen den Disziplinen erholt, sehr, sehr wichtig. Ja. Bei so einem Starterfeld wie in Bremen war es natürlich eher das Gegenteil, weil da wurden die Athleten schon wieder eher kalt, weil wir so viele Athleten hatten. Ja. Aber wenn man ein gutes Mittelmaß hat und im Wettkampf, wenn man gut und schnell durchziehen, dann muss man schauen, dass man sich erstmal wieder regeneriert dazwischen. Ja. Ja, Kraftausdauer, das musste ich hart lernen. Das musste ich hart lernen. Das ist bei vielen schweren, immer nur, ich bin brutal stark. Ich dachte am Anfang, ich muss nur stark sein. War ich ja. Ne? Da war ich im Newcomer Cup, habe meine 2 Disziplinen gemacht und dann lag ich so blau da in der Ecke. Und da sagte mir, ey, was ist los? Ich dachte, du wärst stark. Ja, es geht wohl nicht nur um die Stärke, ne? Um die Kraftausdauer, ihr hört es selbst. Ne? Ja, ich hatte auch einige Athleten gesehen in Bremen, die mich dann so angeguckt haben, haben die Welt nicht mehr verstanden. Ne? Die waren stark, ne? Die konnten 250 Kilo heben, aber haben dann komplett versagt. Hab mir gesehen, viele sind dann an einem 100-Kilo-Sack gescheitert. Weil normal, wenn ich mir denke, ich mache da beim Autokreuz eben, manche haben wir über 300 Kilo gekommen. Ja. Und wir haben das also wirklich abgewogen, auf 40 cm Höhe war das Gewicht. Ja. Und
dann laufen die mit einem Yoke. Ja, also dann ist kaputt. So eine Kombinationsdisziplin, so ein Medley, so genannt ist, muss nur 20 Meter mit dem Yoke laufen, 20 Meter ohne Gewicht zurück, so ein 100 Kilo Sack, am besten Schultern, dass man auch schön übers Yoke drüber kriegt. Da sind dann schon etliche gescheitert, weil die waren dann vorne, da hatten sie schon 60 Meter in den Knochen, was ja für einen Strongman schon eine ganz schöne Distanz ist. Und dann noch die Kondition haben, den Sack über das Yoke drüber, da sind etliche gescheitert. Und, aber das ist nur Trainingssache. Weil wenn die Kraft Training, da ist... Technik, weil wenn du dann den Yoke rennst und viele haben den dann vor dem Bauch gehabt und sind dann losgerannt und hatten danach nicht mehr die Kraft, um genau. über den Yoke zu rennen. Na, dann gibt es zum Beispiel die Technik, okay, da kommt es nicht auf die Distanz, sondern auf die Schnelligkeit, dann schulterst du den normalerweise. Ja, genau. Haben viele nicht gemacht, mussten dafür büßen. Ja, kommen wir mal das zum anderen Thema hier, haben wir noch was stehen. Wie viele Ligen gibt es? Wenn jetzt zum Beispiel einer sich verliebt hat in den Strongman-Sport, wenn er jetzt noch nicht... Also der wird sich jetzt bestimmt wahrscheinlich schon verliebt haben, weil er gesagt hat, oh, voll geil, das muss ich machen. Ich werde auch ein Gorilla. Ich werde jetzt auch zum Gorilla, genau. Wie viele Ligen gibt es denn und wie ist die Aufstiegsmöglichkeit? Also aktuell gibt es 2 Ligen, aber ab nächstes Jahr gibt es noch eine 3. Das heißt, die Newcomer Cups werden nächstes Jahr die 3. Liga sein. Wir hoffen da auch etliche Wettkämpfe zu etablieren und dann wird es so sein, die Newcomer Cups sind dann die Einstiegswettkämpfe in den Strongman-Sport. Also man kann nicht mehr direkt in der 2. Liga starten, wie es bisher war, weil wir wollen das Ganze ein bisschen entzehren, die 2. Liga noch ein bisschen aufwerten, vielleicht noch ein bisschen schwerere Gewichte, um einfach da in die Distanz zu wahren. Das heißt, die Newcomer Cups sind dann der richtige Einstieg. Weil mich auch immer viele fragen, ja, muss ich vorher einen Beginner Cup machen? Muss man nicht. Also die Beginner Cups, da gibt es ja 1-2 im Jahr, da sind dann Wettkämpfe, da machen Athleten mit, die noch nie gestartet sind. Also, die noch keine Ahnung haben von ihrer eigenen Leistung. Genau. Ja. Da fühlen sich dann viele sicher, weil die sagen, ja, da sind wir alle unter uns, da ist noch nie einer gestartet. Ist auch eine sehr gute Idee dahinter. Aber da bräuchte man dann noch mehr Wettkämpfe und ist halt auch schwierig, das Ganze zu organisieren. Aber wie gesagt, man muss nicht einen Beginner vorher gemacht haben, um dann bei einem Newcomer. Also man kann sofort bei den Newcomern starten und dann wird es dann so sein, man kann aufsteigen in die 2. Liga und wenn man da stark genug ist, in die 1. Liga. So wie du hast dich ja qualifiziert, bist das nächste Jahr in der 1. Liga, wo es dann darum geht, stärkster Mann Deutschlands und da geht es dann wiederum weiter für internationale Wettkämpfe. Also wir haben ein komplett durchdachtes Ligasystem, wo man vom Newcomer bis zum stärksten Mann Deutschlands oder World Strongest Man durchstarten kann. Du sagtest gerade auch wegen stärkster Mann Deutschlands, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sehen wir mal das beste Szenario für mich. Naja, ich bin jetzt der stärkste Mann Deutschlands, was auch früher oder später passieren wird. Was passiert dann? Was muss ich dann machen? Wie kann ich diese internationalen Wettkämpfe, wie werde ich dann eingeladen? Genau. Normal ist dann so, also als stärkster Mann Deutschlands hast du auf jeden Fall die Qualifikation schon zur Champions League, also auf jeden Fall auf der FIBO, das ist ja der Wettkampf, den wir in Deutschland organisieren. Immer jedes Jahr zur FIBO gibt es dort die Champions League und da werden die Top 3 deutschen Athleten eingeladen. Und normalerweise ist es so, wenn du da wiederum gut abschneidest, also wenn du da eine gute Leistung bringst, dann werden ja die internationalen Organisatoren auf dich aufmerksam. Ja. Und dann kann es sein, dass du zu weiteren Champions League Wettkämpfen eingeladen wirst, da eine gute Leistung bringst, dann kann es mal sein, dass du zu einem anderen, zum Ultimate Strongman eingeladen wirst, vielleicht sogar zu einer Arnolds oder auch zum World Strongest Man. Ja. Europe Strongest Man, ganz unterschiedlich. Aber das ist mehr so, da zählt dann die Leistung. Die Leistung zählt. Wenn du keine Leistung erbringst, kommst ja, du das kommen du halt nicht einfach genau, als Fünfter oder Sechster einfach zum World Strongest Man gehen. Genau, das ist unmöglich. Also Leistung bringen und man wird aufmerksam auf dich. Und dann kommst du quasi eine Einladung von den Veranstaltern und dann kannst du genau, und ich meine, dieses Jahr ist, also was heißt dieses Jahr, in der jetzigen Zeit ist es halt noch viel einfacher, durch die ganzen Social-Media-Sachen kann man natürlich mehr auf sich noch viel mehr aufmerksam machen. Und Reichweite und alles Mögliche ist ja immer sehr wichtig und wenn ich sage, ja, der bringt eine super Leistung, der andere ist zwar auch genauso stark, also sagen wir mal aus Österreich oder Belgien oder sonst wo, hat aber irgendwie keine Reichweite oder der kommt da uns auch nicht so sympathisch rüber, dann macht sowas auch was aus. Ja. Aber in erster Linie zählt immer die Leistung. Ja. Es geht auch ein bisschen um Show. Auf jeden Fall. Um Schauen. Ja. Das muss ja, die Leute müssen ja entertained werden, die wollen ein bisschen. Ja, weil dann wird es auch wieder interessanter, dass die Leute das anschauen. Ja. Wenn es einfach so monoton ist. Ja, ich meine, so ein Wettkampf zerrt schon, also so ein Wettkampf geht schon lang. Ne? Okay, bei 10 Teilnehmern ist das eigentlich schnell abgearbeitet, so als halt wie jetzt bei den 60 Teilnehmern. Die deutsche Meisterschaft, wenn man schaut, da haben wir ab und zu schon 6 oder 7 Disziplinen gehabt, sind wir trotzdem in 3 Stunden durch. Ja.
Also da geht es dann schon auf die, immer noch mehr auf die Kondition. Ja. Also je schwerer die Wettkämpfe auch werden und dann hast du auch mehr Disziplin. Oder? Genau. Du hast ja nicht nur die vier. Genau. Also fünf, Pro League, in der Pro League, in der ersten Liga sind es immer mindestens fünf, bei der deutschen sind es mindestens sechs. Ja. Bis zu sieben Disziplinen. Und da weiß man da brauchst schon, du genug Energie für. Genau. Ne? Ja. So, dann kommen wir mal zu den Wettkämpfen nochmal zurück. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Wettkampf organisierst, wie suchst du die Disziplin aus? Warum suchst du die Disziplin aus? Ne? Es gibt ja fünf, oder bei der Newcomer sind es vier. Newcomer sind es normal vier, manchmal auch schon fünf, aber da gibt es ja meistens einen Cut, ja. Da, wenn ein Veranstalter halt unbedingt LKW ziehen oder so dabei haben will. Ja. Das heißt, kommt ein bisschen auf die Veranstalter. Auf die Veranstalter und auf die Sponsoren. Ja. Es ist aber nicht so, wenn einer sagt, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe da einen Steinbruch und jetzt haben wir fünf Rückendisziplinen. Also sowas gibt es nicht. Es gibt immer was über Kopf, es gibt was für Kraftausdauer, meistens auch für Handkraft, für den Rücken. So, also es ist eigentlich immer eine Kombination. Es ist eine Mischung dabei. Es gibt nicht nur Rückendisziplinen oder sonst was oder nur über Kopf. Es muss immer eine Mischung sein. Ja. Und dann kommt es ja darauf an, welche Sponsoren, wer ist dabei, wer ist der Veranstalter, was sucht er sich aus, was will er aus dieser Kategorie. Wenn ich sage Überkopf, dann kann man eine Achse machen, einen Baumstamm, eine Viking Press, ein Bierfass, obwohl ja Bierfass stemmen und schon fast wieder eine Ganzkörperübung ist, weil sie auch nicht so direkt Überkopf. Kraftausdauer. Genau, Kraftausdauer. Aber aus so einem Pool kann sich noch ein Veranstalter raussuchen, ja, das wäre gut, da würde ein Sponsor reinpassen, machen wir die Disziplin. Ja. Aber sonst schaue ich schon meistens, dass ich Baumstammstämmen oder sowas dabei habe, weil das einfach eine typische Strongman-Disziplin ist. Ja. Wenn man jetzt eine Achse hat, erstens und irgendeine Laufdisziplin oder sowas, das ist ja auch meistens so irgendwie eine Disziplin. Irgendeine Laufdisziplin muss dabei sein, weil das gehört einfach Farmers auch, Walk, irgendwie genau. Sowas. Ne? Das hatte ich ja meistens bei fast jedem Wettkampf irgendwie. Baumstammstämmen meistens, da sind wir schon so gut gewesen mit den Baumstammstämmen, dass wir... Ja, weil jetzt fast bei jedem Wettkampf ein Baumstamm eigentlich wäre. Aber ich liebe Baumstammstämmen. Ja. Ist halt auch nicht so technisch. Weil wenn man eine Achse hat, da kann man ja viel mit Technik machen. Viel, das sieht man ja bei den Newcomer Cups, Jungs, die aus dem CrossFit mit dem kommen. Umsetzen, genau. Ne? Die sind ja da sehr, sehr schnell, sehr, sehr technisch gut, weil die einfach Gewichtheben sehr viel machen. Ja. Beim Baumstamm hilft dir das nicht viel. Da hast du einen riesen Rumpf vor dir, das musst du irgendwie drücken. Aber eine Achse, da kann man viel mit Technik machen. Und aber ist auch öfter dabei. Also das ist ganz unterschiedlich. Kugelheben auch viel mit Technik. Ne? Ja. Also ich sehe viele Athleten, die packen die und dann fliegt die Kugel nach vorne oder nach hinten raus. Sie haben dieses gleich Technik. Ja, da geht es halt noch wieder darum, so Sachen muss man trainieren. Ja. Also das kann man dann schwer im Studio machen. Ja. Man muss dann schon irgendwann an Stützpunkt einfach mal die Disziplinen trainieren. Ja. Okay, wenn du jetzt mal auf Stützpunkten kommst. Jetzt bin ich einer, der jetzt sowas nicht zu Hause hat, so wie du jetzt vor deiner Haustür mit deinem super geilen Equipment und so weiter. Was mache ich da? Im Fitnessstudio findest du jetzt keine Kugeln. Ja. So. Wo finde ich jetzt zum Beispiel Strongman-Sport, Gyms? Ist immer noch schwierig, ganz klar. Aber wir sind im Aufbau, es werden immer mehr. Und zwar haben wir Stützpunkte auf unserer GFSA-Seite, die sind ja hinten aufgelistet, wo man hinfahren kann und diese Disziplin ausprobieren. Ja. Weil wir hoffen ja bald, auch bei dir einen neuen Stützpunkt aufmachen zu können. Endlich im Ruhrgebiet. Endlich. Ein richtiges Strongman-Gym. Weil da haben wir viele Nachfragen und wie gesagt, da fährt man dann hin und probiert die Disziplinen aus. Also weil, ist klar, in einem Studio, was kann man schon machen? Die meisten erlauben nicht mal, dass man Magnesia verwendet. Damit muss man dann schwer heben, dann erzählt dir irgend so ein Trainer, ja, nimm halt dann Handschuhe oder ein Gummipad. Ich meine, das geht halt nicht, wenn man schwer trainieren will. Und da ist halt dann schon wichtig, dass man sich das richtige Studio sucht oder einen Verein oder keine Ahnung. Ja. Aber wie gesagt, ist noch nicht so breit aufgestellt, aber es werden jedes Jahr mehr und mehr. Also wir haben dieses Jahr, glaube ich, schon über 6 oder 7 Stützpunkte mehr. 6 oder 7 Stützpunkte. Da sieht man daran, dass der Sport wächst. Ja. Also, wenn ihr aus dem Ruhrpott seid, Gorilla Cage bei mir, feste Zeiten, kommt ein anderes Video, andere Informationen oder auf der GFSA. Unter Stützpunkte? Genau. Unter Stützpunkte und guckt euch einfach an, was ihr da in der Nähe habt. Wir freuen uns ja, dass du im Ruhrpott endlich was aufmachst, weil da kommen ja sehr, sehr viele Fragen. Ja. Ist klar, da wohnen eine Masse an Leuten und die fragen uns immer, wo können wir trainieren? Ja. Und ich meine, es ist ja eher Wahnsinn, dass da oben noch nichts Richtiges gibt. Ja, also bald, wann ist bald, bei dir soweit, dass man da... Bei mir ist es jetzt soweit, zum Neujahr bin ich... Also ich würde mal sagen, nicht die erste Woche im Neujahr, sondern nach der Neujahrwoche in Oberhausen. Ist der Stützpunkt generell in Oberhausen-Mühlheim an der A40, aber ihr könnt von überall herkommen. Ihr könnt sogar von Österreich, aus Dänemark oder Co. Alle sind herzlich willkommen eingeladen. Strongman Brothers sind alle da. Also kommt,
Wird es aber auch auf der GFSA-Seite. Natürlich, verlinkt man alles, da findet ihr sowieso alle Stützpunkte. Ja. Aber wahrscheinlich wird der Gorilla-Käfig dann bald zu klein werden. Ja, ich hoffe mal nicht. Also kommt nicht alle auf einmal. Kommt nicht alle auf einmal. Na, ja, da wird es auf jeden Fall feste Zeiten geben, ne? Irgendwie schon 3-4 Mal die Woche, ja, wo ich auf jeden Fall da bin. Ich muss ja auch noch selber trainieren, weil mein Training ist mir auch sehr wichtig. Ja, ne? Aber ja, ich bin auch gerne für Newcomer zu haben. Ne? Also wir werden auch in der Zukunft mal was organisieren, aber das ist jetzt was ganz anderes. Genau, das ist dann wieder noch der nächste Step, weil geplant ist natürlich auch vielleicht da oben mal einen Newcomer Cup zu machen, ganz klar. Also Pläne haben wir ohne Ende. Pläne sind da. Also, und es ist ja auch noch mehr viel Motivation natürlich dahinter, weil der Sport ja so wächst und so viele Leute da sind. Ja, denn wenn man das jetzt nur für 4 Leute machen würde, wäre es mit der Motivation auch ein bisschen lulasch. Ne? Ja. Aber man sieht ja, ne, jedes Jahr wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und jeder Wettkampf wird immer mehr. Ja. Vor allem bei den Newcomer Cups. Ja. Ne? Okay, jetzt nicht unbedingt in der zweiten, aber... Ja, zweite war auch sehr, sehr gut. Meistens ist dann, wenn die Zweitliga-Athleten in die erste Liga müssen, dann wird meistens die Luft dünner. Dann wird es noch schwerer, dann müssen sie noch mehr trainieren. Aber da sieht man halt dann auch nur, die Harten sind halt in der ersten Liga. Ich meine, das ist so, nur die Harten kommen in den Garten, sagt man ja immer, oder? Genau. So sieht es auf jeden Fall aus. Aber weil du gesagt hast, das ist schön mit so vielen, man hat jetzt gesehen in Bremen, ich hätte mir nie gedacht, dass wir da so viele Athleten sind. Der letzte Wettkampf im Jahr, Ende Oktober und dann noch in Bremen. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht so 20 Leute, wird ein schöner, gemütlicher Wettkampf. Dabei waren es die meisten Athleten vom ganzen Jahr. Ja. Also da sieht man alleine schon, was da dahinter steckt und was da noch kommt. Ihr seht schon, der Heinz wird das mal, glaube ich, nicht in Rente gehen, weil er hat noch so viel zu tun, der kann gar nicht in die Rente gehen. Also. Aber es wird schon langsam. So, langsam haben wir, glaube ich, alle Fragen, die man zum Strongman-Sport hat, beantwortet. Wir haben uns noch überlegt, wir machen ein kleines Gewinnspiel hier mit geilen Produkten von Fit Giant. Ne, was wird da jetzt enthalten sein in dem Package zum Verlosen? Schauen wir mal, was wir alles zusammenstellen. Auf jeden Fall einen Shaker, einen gescheiten Riegel mit 500 Kalorien. Das sind der Wahnsinn, unsere Oat Giants. Leckere Sachen auf jeden Fall. Eiweiß ist klar, wahrscheinlich packen wir noch einen Cell Giant oder was mit rein. Auf jeden Fall, was man heute halt als richtiger Strongman braucht. Der kann auch das Eiweißprogramm auch schön unterschreiben. Dann habt ihr eine Unterschrift von einem legendären Mann, Heinz Hollig, 12-fach stärkster Mann Deutschlands. Kann ich nur immer wiederholen. Dazu gibt es noch ein Gorilla Mode T-Shirt. Aber dass ihr das bekommt, müsst ihr ein paar Sachen machen. Ihr müsst den Kanal abonnieren, ihr müsst die Glocke einschalten und kommentieren. Ihr könnt irgendwas kommentieren oder ihr könnt auch kommentieren, dass ich super gut bin oder super geiler Ayub oder der Gorilla-Modus lohnt, egal was, kommentiert es. Und dann werden wir einen Zufallsgenerator entwickeln, der dann den Gewinner ausgelost wird. Und unter anderem könnt ihr natürlich auch Fit Giant abonnieren auf Instagram für alle Informationen für die dritte Liga. Da bist du ja regelmäßig. Überhaupt für den kompletten Strongman-Sport, aber auch wenn einer mal was interessiert in Richtung Bodybuilding, Bikini, Ernährung sowieso, findet ihr alles dann auf Fit Giant. Also einfach reinschauen, abonniert uns, würde uns freuen und ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand. Egal ob Wettkämpfe oder sonst was, schaut vorbei. Bleibt ihr auf News. Ich habe gestern Abend noch bei Instagram natürlich so eine Fragestell-Story gemacht, habe auch fleißig Fragen bekommen, die wir auch bei, also beziehungsweise ich dem Heinz stelle und er wird sie beantworten. Waren ein paar lustige, auch ein paar informative Fragen dabei. Beim nächsten Video werdet ihr das sehen und schaltet dann nochmal ein. Von uns dann noch, wie sagt man das hier in Bayern? Servus? Genau, Servus. Servus. Yeah, 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 yeah. Coming in, Flex. Ich bin voll raus, ey. Whisky, haben wir Whisky hier? Dann wird's noch schlimmer. Hast du es laufen? Ja. Du nimmst das auf. So, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. So passiert es, geht mit Profis, wenn man arbeitet. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we